Herr Hebestreit, der Bundeskanzler hat sich diese Woche erstmals gegen die Auslieferung von Julian Assange an die USA geäußert, hat sich entsprechend geäußert. Jetzt war es, wenn ich nach Assange gefragt habe, kam von ihm bisher immer die Standardantwort, der Kanzler wird sich dazu nicht äußern und hat sich bisher auch nicht dazu geäußert. Jetzt hat er es ja getan, da würde mich interessieren, könnten Sie kurz darlegen, wie es zu diesem Sinneswandel kam und er sich jetzt doch proaktiv zu Assange geäußert hat? Er hat entschieden, dass er sich zu diesem Fall jetzt äußert und das war die Entscheidungsfindung bei ihm. Zusatz? Ja, noch eine Verständnisfrage. Er hat ja da auch den Schutz durch britische Gerichte von Julian Assange angesprochen. Jetzt liegt ja offiziell in Großbritannien selbst nichts mehr gegen ihn vor. Wieso fordert der Kanzler denn nicht auch konsequenterweise die direkte Freilassung von Julian Assange? Ich glaube, weil der Bundeskanzler sich nicht direkt in Gerichtsverfahren, die in anderen Ländern, in anderen Rechtsstaaten abgehen oder ablaufen, einmischt, sondern er wurde bei einer Veranstaltung mit Schülerinnen und Schülern der Gottlieb-Daimler-Berufsschule in Sindelfingen nach dem Thema befragt und hat dann seine Antwort gegeben und hat auch darauf hingewiesen, worum es ihm geht, und die Worte stehen für sich. Eine Verständnisfrage hätte ich jetzt doch noch. Wie gesagt, Sie haben hier immer darauf verwiesen, der Kanzler wird und hat sich nicht dazu geäußert. Jetzt in Sindelfingen gegenüber einem Berufsschüler hat das gemacht. Ist ja auch sehr ehrenwert, aber mich würde trotzdem interessieren, wieso äußert er sich bei einem Schulbesuch, aber nicht hier gegenüber Nachfragen von Journalisten via Ihrer Person? Naja, also ich kann ja, erstmal hat der Bundeskanzler auch an dieser Stelle, und als ich hier saß bei einer seiner Sommerpressekonferenzen, wurde er auch nach dem Thema Assange befragt und hat darauf auch geantwortet. Insofern stimmt es nicht, dass er sich nie dazu geäußert habe. Da hatte ich noch nicht die Ehre, wieder hier zu sein. Aber das macht nichts, deshalb erkläre ich es Ihnen. Danke. Ja. Und das andere ist, dass ich hier natürlich nur Sachstände wiedergeben kann, die mir bekannt sind. Und gleichzeitig hat das Thema ja auch immer wieder über die ebenfalls dieser Bundesregierung angehörenden Bundesaußenministerin in dieser Pressekonferenz eine Rolle gespielt. Und insofern ist es auch gut und hochrangig vertreten gewesen. Und der Bundeskanzler hat jetzt auf Nachfrage sich geäußert. Und das hat der Kollege Jessen ja auch so schön gesagt, konkurrent zur Außenministerin. Gibt es weitere Themen zum Bundeskanzler?